So herzlich wurde SPD-Landtagsabgeordnete Sarah Philipp wohl noch nie begrüßt. Unter dem Motto »Schenken Sie uns eine Schulstunde Ihrer Zeit« findet hier an der Sternenschule der Tag der freien Schulen statt. Und zu Gast ist niemand Geringeres als Sarah Philipp von der SPD. Sie erzählt den Kindern Spannendes aus dem Alltag einer Landtagsabgeordneten. Ich fand's gut, weil wir ihr Fragen stellen konnten und weil nicht so viele da saßen. Man konnte sie sehr gut sehen. Mir hat's gut gefallen. Wieso? Ja, weil das halt was Gutes ist, wenn so eine Politikerin kommt. Da kann man sie viele Fragen stellen, sie kann auch alle beantworten. Eigentlich hat es mir sehr gut gefallen, weil das ist ja auch mal was anderes, als woanders hinzugehen und das war schon etwas spannend. Bei der Sternenschule im Duisburger Süden handelt es sich um eine bilinguale Schule. Das bedeutet, dass hier nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf Englisch unterrichtet wird. Und für die Dritt- und Viertklässler der Sternenschule ist der Besuch der Duisburger Landtagsabgeordneten ein ganz besonderer. Denn die Schülerinnen und Schüler dürfen Frau Philipp jeweils eine Frage stellen. Und zwar zu jedem Thema, was ihnen lieb ist. Ob sie abends im Bett noch Bücher liest? Ich glaube, welche Sorten von Aufgaben sie hat. Ich weiß aber nicht mehr so genau. Wie lang ihre Sitzungen sind. Die Kinder aus der Fuchs- und aus der Chamäleon-Klasse nehmen die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD in NRW so richtig ins Kreuzverhör. Denn tatsächlich stellen die Kinder auch Fragen, die anspruchsvoller sind als, was Frau Philipps Lieblingsessen oder Lieblingsfarbe sei. Wie zum Beispiel, wie es jetzt nach den geplatzten Verhandlungen in Berlin weitergeht. Aber darauf hatte selbst Frau Philipp keine Antwort.